Hi, gestern haben wir uns ja viel mit Funktionen beschäftigt in JavaScript. Heute werden wir mal kurz über Klassen reden und über Objekte, denn neben der funktionalen Programmierung, die in JavaScript durchaus vertreten ist, gibt es natürlich auch immer die objektorientierte Programmierung. Jetzt kenne ich natürlich die Einwände, die von vielen Entwicklerinnen und Entwicklern kommen, dass JavaScript keine echte Objektorientierung sei, weil es eben so viel auf Funktionen basieren würde. Lustigerweise bekommt man genau dasselbe zu hören von Vertreterinnen und Vertretern der funktionalen Programmierung, die sagen, naja, JavaScript ist aber keine richtig funktionale Sprache, so wie beispielsweise Haskell, weil dafür fehlen JavaScript wiederum gewisse Features, das ist richtig. Die Stärke von JavaScript an der Stelle ist auch gar nicht so sehr, dass sie als Sprache das funktionale Paradigma oder das objektorientierte Paradigma so hervorragend unterstützt, sondern eher die Wandelbarkeit, dass die Sprache flexibel ist und sozusagen gewisse Anleihen aus verschiedenen Paradigmen benutzt. Was haben wir über Objekte und Klassen zu sagen in JavaScript? Zunächst mal die gute Nachricht, es gibt Objekte. Die schlechte Nachricht, zumindest für Entwicklerinnen und Entwickler, die aus anderen, vielleicht objektorientierten Sprachen kommen, ein Objekt in JavaScript ist bei weitem nicht das, was man aus anderen Sprachen kennt. Und auch die ganzen objektorientierten Prinzipien, wie beispielsweise Polymorphismus, wie Vererbung, wie Information Hiding, die werden alle in JavaScript nicht oder nur sehr, sehr rudimentär unterstützt. Ein Objekt, der Datentyp Object, ist meiner Meinung nach sehr ungünstig benannt, sehr unglücklich benannt in JavaScript, weil ein Objekt eben nicht ein Objekt im klassischen Sinne darstellt, sondern ein Objekt ist eher einer Liste oder besser gesagt einem Dictionary vergleichbar, wo ich unter gewissen Schlüsseln, unter gewissen Keys Werte ablege. Und diese Datenstruktur, die kennt man aus Java, die kennt man aus .NET, die kennt man aus anderen Sprachen. Und bei diesen Datenstrukturen bei dieser Datenstruktur des Dictionaries ist es völlig normal, dass man zur Laufzeit natürlich auch neue Keys hinzufügen kann, dass man Keys entfernen kann aus einem Dictionary, dass sich Werte unter einem Key ändern können. Das ist die Aufgabe eines Dictionaries und genau das sind Objekte in JavaScript eben auch. Das heißt, hätte man diesen Datentyp einfach nicht Object genannt, sondern Dictionary, wäre sehr viel gewonnen gewesen. Und es würde zu weniger Missverständnissen führen. Also das ist so eine der wichtigsten Grundregeln, die man im Hinterkopf behalten muss. Objekte in JavaScript sind keine klassischen Objekte, sondern es sind eher Dictionaries und die können sich eben zur Laufzeit ändern. Darauf aufbauend Objektorientierung aufzubauen, das liegt jetzt nahe, dass das schwierig wird, weil eben die ganzen objektorientierten Prinzipien und Konzepte in der Sprache fehlen. Das Ganze ist so ein bisschen dadurch noch verschlimmbessert oder konterkariert worden, dass es die Möglichkeit gibt, Funktionen mit dem Schlüsselwort new aufzurufen. Dann spricht man von sogenannten Konstruktorfunktionen, deren Aufgabe ist, ein neues Objekt oder besser gesagt ein neues Dictionary zusammenzubauen und das zurückzugeben. Und dadurch, dass man die Schreibweise mit new hat, sieht das so aus, wie das, was man als Konstruktor aus anderen Sprachen kennt. Tatsächlich verhält es sich aber grundlegend anders. Auch hier das this-Schlüsselwort spielt wieder eine große Rolle. Es verhält sich anders, als man es aus den anderen Sprachen gewöhnt ist. Und es gibt zwar Konstruktoren, eben über die Konstruktorfunktion, aber es gibt trotzdem keine Klassen. Und das ist lange Zeit eins der Hauptprobleme gewesen, wenn Entwicklerinnen und Entwickler aus anderen Sprachen angefangen haben, sich mit JavaScript zu befassen. Seit ECMAScript 2015 gibt es inzwischen sogar ein Class-Keyword und es gibt ein Extends-Keyword. Und das ist, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, irgendjemand aus der führenden Riege der JavaScript-Entwicklerinnen und Entwickler sagte mal, dass das Class-Keyword eins der am meist geforderten Keywords für JavaScript gewesen sei und dass all diese Nachfragen nach diesem Keyword von Java- und C-Sharp-Entwicklerinnen und Entwicklern gekommen wären. Und jetzt endlich gäbe es eben dieses Schlüsselwort. Was man dazu sagen muss oder was man dazu wissen muss, ist, es gibt dieses Schlüsselwort Class, ja. Man definiert mit dem Schlüsselwort Class in JavaScript tatsächlich aber keine Klassen, sondern Funktionen, nämlich genau die gerade erwähnten Konstruktorfunktionen. Das heißt, JavaScript kann auch mit dem Class-Keyword und mit dem Extends-Keyword genauso wenig objektorientiert arbeiten wie vorher. Es ist nur eine andere Syntax hinzugekommen, die der JavaScript-Compiler oder die JavaScript-Laufzeitumgebung zur Laufzeit in eben Aufrufe von diesen Konstruktorfunktionen umwandelt. Das heißt, genau die gleichen Probleme oder genau die gleichen Herausforderungen wie vorher, die man mit dem this-Schlüsselwort beispielsweise hatte, Überlegungen, die man sich vorher bezüglich Datenkapselung und Ähnlichem machen musste, die muss man sich weiterhin machen. Es wird nur durch den Compiler etwas besser abstrahiert
und in ein anderes Aussehen sozusagen verpackt. Die Semantik ist aber genau die gleiche wie zuvor. Das heißt, auch mit dem Class und mit dem Extends Keyword ist JavaScript nach wie vor keine vollwertige objektorientierte Sprache. Daran ändert sich jetzt so im Lauf der Zeit was mit ECMAScript 2020 oder 2021, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, kommt zum Beispiel die Option hinzu, dass man Properties eines Objekts beziehungsweise Properties einer, nennen wir es mal, Klasse in Anführungszeichen, dass man die als privat deklarieren kann. Das heißt, endlich gibt es erstmals die Möglichkeit, auch mit Objekten, tatsächlich mit Private Properties zu arbeiten, was ein lang vermisstes Feature für die objektorientierte Programmierung war. Und da tut sich langsam was. Aber auch da nochmal der Hinweis, bloß weil die Sprache syntaktisch so aussieht wie C-Sprachen, ist JavaScript keine C-Sprache. Dessen muss man sich immer wieder bewusst werden, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass es da eben gravierende Unterschiede gibt und dass man nicht das Wissen, was man aus C-Sprachen wie C-Sharp oder Java hat, einfach so auf JavaScript übertragen kann. Wenn man das im Hinterkopf behält und, habe ich vor 2 Tagen, glaube ich, schon mal gesagt, wenn man sich darauf einlässt, dass JavaScript erst zunächst einfach mal anders tickt als die anderen Sprachen, dann kann man mit dieser Sprache hervorragend arbeiten. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die uns gerne in die Kommentare. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und in dem Sinne noch einen schönen Nachmittag. Bis morgen. Macht's gut.